Also, ich gehe heute das erste Mal mit ein paar Freunden in einen Anime-Laden hier bei mir in der Stadt. Ich wohne ja in einer relativ kleinen Stadt, aber hier in Japan gibt es so Läden mit Anime-Merchandise und mit Mangas und allem, was man so haben will, wirklich überall. Das heißt, man muss nicht extra bis nach Tokio oder Akihabara fahren, sondern man kann einfach vor Ort in den Anime-Laden gehen. Und ich nehme euch heute einfach mal dahin mit. Los geht's! Wir sind jetzt gerade in einem Bücherladen sozusagen, also in einem Manga-Laden, und hier gibt es einfach mal Mangas, die zwar schon gelesen wurden, aber die kosten nur 200 Yen, was nicht mal 2 Euro sind, und vielleicht kaufe ich davon später welche, aber mal sehen. Zur Hölle ist das neben Kirito? Ich habe sie noch nie gesehen. Wenn ich irgendwie herausfinde, wonach diese Buttons sortiert sind, werde ich mir auf jeden Fall einen Button kaufen, aber keine Ahnung. Das System habe ich noch nicht ganz verstanden. So, wieder! Ja, und natürlich gibt es auch Eingang, in den wir vielleicht lieber nicht gehen wollen. Wir wollen ja nicht, dass das Video age-restricted wird. Sword Art Online Light Novels. Das Problem ist nur, die eigentliche Story, die ich mehr oder weniger schon gelesen habe, hat Furikana, das heißt, die könnte ich lesen. Aber das Spin-off, was ich gerne lesen würde, hat keine Furikana. Also den ersten Teil habe ich schon auf Englisch gelesen. Und ich hätte mir gerne den zweiten Teil gekauft, aber der hat keine Furikana. Das heißt, das wäre viel zu anstrengend, das zu lesen. Deswegen werde ich mir das wohl nicht kaufen. So, wir waren jetzt oben in dem ganzen Anime-Krams-Laden und ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich kaufen will, was ich nicht kaufen will. Das Einzige, was ich hätte kaufen wollen, kann ich nicht kaufen, weil halt keine Furikana drin sind. Und es gab einfach so viel Zeugs und ich weiß nicht, vielleicht warte ich noch, bis wir das erste Mal in Tokio sind. Vielleicht finde ich da irgendwas Cooleres, Besseres, keine Ahnung. Und ja, wir werden jetzt erstmal was zu essen suchen und vielleicht kaufe ich dann doch noch was. Vielleicht kann ich mich dann besser entscheiden. Mal sehen.
mehr oder weniger nach Hause, weil ich mich jetzt entschieden habe, doch nichts mehr zu kaufen. Und deswegen beende ich den Vlog jetzt hier und ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein bisschen auch der Kontrast zwischen dem ganzen Anime-Stuff und dann wieder sowas Ruhigen wie diesem Park hier. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video.